So, Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play Fire Emblem. Ja. Smithy, halte ihnen. Smithy, halte inne und erlaube mir einen kleinen Umweg. Östlich von hier wird ein heiliges Schwert in einem Schrein aufbewahrt. Die Völker von Sazal beten dort für ihre Sicherheit vor Antritt einer langen Reise. Oh, wie pittoresk! In Ilibe findet man die meisten Anhänger der Lehren von Elimine. Okay, es ist schön zu wissen, dass man hier die alten Traditionen hochhält. Oh nein, Überfall! Alter Mann, bleib weg, wo du bist und hüte deine Zunge! Ich habe keine Zunge! Aber das Manikati gebe ich nicht auf. Das Manikati ist eine heilige Klinge und steht unter göttlichem Schutz. Es kann nicht von seiner Ruhestätte entfernt werden. Du bist ein Narr, alter Mann. Was nützt dein Schwert? Schmeckt es doch kein Blut? Blut? Dies Schwert im Kampf? Welch Sakrileg? Sakrileg? Ich bin Glass. Die Götter fürchten meinen Namen. Meine Schwertkunst kennt keinen Makel. Und wenn ich nach diesem Schwert verlange, so wird es auch mein sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Uff. Ah, welch Glanz. Es ist noch weitaus großartiger, als ich es mir vorgestellt hatte. Dieses Schwert wurde für einen Kämpfer meines Schlages erschaffen. Hm? Was soll das? Ich kann das Schwert nicht aus dem Scheide ziehen. Die Geister, die der Klinge innewohnen, haben über dich geurteilt. Du wurdest für unzulänglich befunden. Sie haben dich abgelehnt. Was? Hör zu, du senile alter Narr. Sollte dir dein Leben lieb sein. Gehst mir besser aus den Augen. Und ausgesperrt. Verdammt! Missgünstiges Geistervolk. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Stein für Stein werde ich diesen Schrein abtragen. Verzeiht, edle Dame. Seid ihr auf dem Weg nach Osten? Vielleicht gar zum Schrein? Das sind wir, in der Tat. Alpezin plus irgendwas hilft gegen Haarausfall, in der Tat. Beeilt euch bitte, der Priester dort braucht eure Hilfe. Vor kurzem erst sah ich eine Bande von Raufballen dorthin gehen. Vor kurzem? 5 Minuten? 2 Minuten? Nein. Ich glaube, sie wollen das heilige Schwert des Schreins entwenden. Das Manikati? Sie wollen es stehlen? Das darf ich nicht zulassen. Ihr scheint mir tugendhafte Leute zu sein. Bitte, helft dem Priester. Lindis, was habt ihr vor? Wenn ihr dem Priester zur Seite stehen wollt, müsst ihr euch vorbereiten. Ihr habt recht. Sag's mir weh. Im Süden sehe ich einige Wohnhäuser. Vielleicht sollten wir dorthin, um die Bewohner zu befragen. Die drei Gebäude im Süden sind Wohnhäuser. Du kannst mit den Leuten sprechen, die dort leben. Manchmal geben sie Tipps für den Kampf oder zusätzliche Informationen zu Land oder Leuten. Ein offenes Ohr zu haben, zahlt sich aus. Soll ich die Führung übernehmen? Nun gut, sag mir, was ich tun soll, Smithy. Ich sag mal, die Information hat's mit den Häusern ist nicht schlecht, aber unnötig für diese Häuser. Häuser mit braunem Dach beinhalten, wie schon gesagt, eben Kampftipps, die, wenn ich jetzt so, wie ich jetzt spiele, ich kenne mich bei Fire Emblem aus, ich weiß, was ich tue, also ist das kein Problem mehr. Problem, ja. Doch, Häuser mit roten Dächern, ne? Wenn die jetzt rote Dächer haben, da geben euch die Leute dann Items. Und die würde ich dann wieder mal nicht aus der Hand geben, ne? Es tut mir wirklich leid. Aber Tutorium, ihr schon wissen. Besuch, sagt, seid ihr nicht? Oh, ihr wollt den Priester helfen? Nun, vielleicht ist es euch von Nutzen, was ich vorhin gesagt habe. Gesehen, nur Crap. Ah, jetzt muss ich wirklich alle Häuser angucken. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Besuch, zack.
Berge bieten einen guten Schutz vor Angriffen, jedoch sind sie schwer zu überqueren. Auf dem Rücken eines Berges sind sie gar unüberwindlich. Bedenkt dies. Vergiss nicht, dass Reiter die Fähigkeit haben, sich nochmals zu bewegen. Nach der Bewegung kann ein Reiter den Zug zu Ende führen, es sei denn, er hat Angriff oder Startbefehle erhalten. Dies gilt auch für Leute, die auf Pegasi und Weibern reiten. Befehlige nun Sean. Freue ich mich, wenn das Turm aus ist. Lasst uns nun Kent zum verbleibenden Haus schicken. Der Besuch ist nicht unbedingt nötig, aber die Bewohner könnten über nützliches Wissen verfügen. Daher empfiehlt sich eine kurze Visite. Wähle Kent. Nun bin ich an der Reihe, oder? Ich erwarte euren Befehl. Und wieder Besuch, jetzt ist wieder da. Ja. Eine Fotze und... Wisst ihr über das Schwert Bescheid, welches im Schrein aufbewahrt wird? Es wird Manikandi genannt und ist gesegnet von den Geistern. Schenkt man dem Priester Glauben, so wartet das Manikandi auf die Rückkehr seines rechtmäßigen Besitzers. Es ist das nicht seltsam? Allein die Vorstellung, dass ein Schwert sich seinen Meister suchen kann... Ja. Manikandi. Und jetzt setzen die sich schön in Bewegung. Ich verliere jeden Vorteil, den ich haben könnte. Jetzt nicht. Du solltest etwas über Festungen erfahren. Festungen bieten mehr Schutz als Wälder. Von einer Festung auszukämpfen ist also stets ein Vorteil. Doch gilt das sowohl für Freund als auch für Feind. Merke dir dies, bevor du dich dem Feind stellst. In Festungen können verwundete Einheiten auch ihre Kraft regenerieren. Zu Beginn deines Zuges erhalten sie KP zurück. Die Menge an KP, die man pro Runde erholt, ist ziemlich gering. Steht man jedoch in einer Festung, gewinnt man mit jeder Runde KP. Eine volle Heilung ist also durchaus möglich. Auch an anderen Orten können Einheiten KP erholen. Dazu gehören Schlosstore, Throne und Bereiche, in denen Endgegner lauern. Deutsch alles! So, jetzt sind wir, okay, kann ich auch angreifen, stellen wir sie da hin. Müsste sie eigentlich schaffen. Wenn ich den Spaß eh nicht trainiere, bleibt er einfach mal etwas defensiv. So. Und la 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 la, und ich stehe im Wald, und ja, der Treffer ist Arsch. Zack, crit, fuck. Wie schon gesagt, wie ich es vorher schon vorgeschlagen habe, lebe dann trainiert Lin. Trainiert sie. Sie wird... Ihr werdet mir später noch dankbar sein für diese... Oh, der feindliche Anführer besitzt den Thron. Besiege ihn und lass Lin den Thron einnehmen. Bla bla bla. Schwert bla Schwert. Dreieck. Bla bla bla. Schwert bla bla bla. Lanze. Der Einsatz der richtigen Waffe ist wie eine Abkürzung zum Sieg. Bla bla bla. Bla bla. Ich überspringe ab jetzt das lästige Tutorium. Ich sage euch einfach ab jetzt, woran es ankommt. Entschuldigung, worauf es ankommt. Denn ich habe jetzt echt keinen Bock mehr hier jeden Text in meiner Tutoriumsstimme vorzulesen. Ja? Okay, einverstanden. Passt. So, nächste Runde. Banditovic greift an. Hat wieder keine Chance. Weil ich im Wald stehe. 33. Obwohl ich nicht mal auf Wald gestanden habe. Auf Deutsch. Rowdies. Toll. Das werdet ihr noch mitkriegen. In den laufenden Fire Emblem Let's Plays. Ich habe Crit-Glück. Nie kritte ich. Kein einziges Mal. Scheißegal. Es ist kein Crit notwendig. Und was passiert? Kritischer Treffer. Und... Jetzt sollen wir... Ja, doch, nutzen wir mal schon, dass er auch ein paar EP bekommt. Zack! Hui! Mörder-EP! Ja, hier sieht man eine Wand mit einem Riss. Links unten seht ihr das Leben dieser Wand, man kann diese nämlich durchhauen. Ist empfehlenswert! Abkürzen, müssen wir nicht über die Berge gehen! Manchmal ist es so, dass sogar dann ein Bandit die Wand angreift, damit, keine Ahnung eigentlich, damit die Wand durch ist wahrscheinlich. Tut er aber nicht, hier heißen sie Rowdies, normalerweise
in der englischen Version Bandit. Ich weiß nicht, ob ich das Brawl übersetzen wird, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Einfach warten. Jetzt kommt der Bandit. Ja, er hat mehr Treffer als auf Lin. Folglich hat Lin bedeutend mehr Glück als Jean. Das ist halt als Kavalier. Aber die werden in diesen Spielen so wirklich mächtigen Paladin. Also jeden trainieren ist nicht intelligent, nicht empfehlenswert, nicht erstrebenswert. Level. Aber einen kann man schon haben und ich will da einfach Jean, weil das einer der mächtigsten ist. Brauche ich mich wetten. So. Dir kann ich schon aufstellen. Dann den Boss, dass sie dann den Boss mit mir nieten haben können werden. Und so. So, müsste sich ausgehen. Yes! Ja, also, so stark diese Banditen auch wären. Sie machen echt 9 Schaden. Das ist nicht wenig. Besonders nicht gegen Lin. Gerne gegen die Jungs, die ich gerade habe. Ne? Ist 9 Schaden echt mächtig. Aber so wie die zurzeit treffen. Einfach leichtes Essen. Wirklich. Das sind Geschenke DP. Ne, ist eh klar, es ist Anfang und so. Aber naja, wie auch immer. Und wenn wir jetzt mal einen Boss nieden. Macht 2x6 Schaden, 2x6 ist 12, frisst 8. Würfel an. Mit 9. Das können wir gleich machen. Ich will ihn mit Jean besiegen, ne? Das war jetzt irgendwie dumm. Das war sogar saudumm. Deswegen kann ich es abbrechen. Ich setze mir manchmal Speicherpunkte. Ich habe mich jetzt leider vertan, tut mir leid. Wirft jetzt ein tolles Bild auf mich. Yay. Ist ja egal. Split ist ein. Wie glaubst du, stehen deine Chancen gegen mich? Ist auch nicht, wie ich sagen würde. Autsch. So. Und jetzt kann ich ihn mit Sean töten. Und Level. Level 5 schon. Wow. Ah, der Level Up, der ist nice. Waffenlevel erhöht. Das gefällt. Was hat mehr Treffer? Lanze. Mehr Treffer. Yes! Und down. Jetzt sieht man. Du, Urk. Und bam, fast viel Level Up. Das ist nice. Nicey. Manchmal erhältst du nach dem Sieg über einen Gegner ein Item. Jede Einheit kann maximal bla bla bla. Ja, und zum Abschluss des Kapitels einfach hier Truffsätze und das war's. Ah, eure Kleidung, seid ihr vom Stamm der Lorca? Ich bin Lin, die Tochter des Oberhauptes. Seid ihr verletzt, Sir? Dank euch bin ich unversehrt. Ich schulde euch Dank. Und das Schwert, ist es in Sicherheit? Ja, das Schwert ist sicher unter einem magischen Siegel. Das Schwert kann nicht gezogen werden, bevor ich den Bann nicht breche. Als Zeichen meines Dankes erlaube ich euch, das meine Katte zu berühren. Berührt das Muster der Klinge und betet für eine sichere Reise. Oh, vielen herzlichen Dank. Hm? Was hat? Das Schwert, es glüht. Es ist die Macht der Geister. Lin, sie blickten in eure Seele und rufen nun nach euch. Was hat das zu bedeuten? Ihr seid sein rechtmäßiger Besitzer. Ihr sollt das Manikati führen. Nein, ich kann nicht. Niemals könnte ich. Es ist der Wunsch des Schwertes, du dumme Kuh. Wenn ihr einen Beweis sucht, dann zieht es aus deiner Scheide, seiner Scheide, Entschuldigung. Wow. Es ließ sich herausziehen. Ganz ohne Widerstand. Niemals hätte ich es gewagt, zu hoffen, in meinem Leben den Träger des Manikati zu empfangen. Ich bin zutiefst erfreut, das Schwert in euren Händen sehen zu dürfen. Mein Schwert? Es ist nun an der Zeit zu gehen, Lin. Viele Prüfungen stehen euch bevor. Ergreift dieses Schwert und begegnet eurem Schicksal voller Mut. Ja, ja, Sir. Du erhältst Manikati.